christliche Großgemeinde, ich grüße Sie ganz herzlich mit einem Wochenspruch. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig machen, was verloren ist. Und wir sind ja alle zusammen hier als Großgemeinde in diesem ökumenischen Gottesdienst und Dorffest. Und das ist eigentlich ein Wunder. Die Bibel steckt ja voller Wunder. Und wenn ich mich jetzt hier umsehe, und es sind bereits in den letzten Wochen da, so wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst und wir fangen an mit dem Eingangslied. Cornelius hat das schon gesagt, es ist ein Traum, dass wir hier zusammen mit Jung und Alt gemeinsam feiern können. Evangelisch und katholisch, Jung und Alt, Liebersbacher und Birkenauer und andere Ortsteile sind hier vertreten. Das ist ganz wunderbar. Spüre ich deine Güte und Herzlichkeit, dann bin ich dankbar und freue mich. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Jakob hatte alle seine Söhne gern. Am meisten aber liebte er Josef. Darum ließ er für ihn einen besonders schönen Rock aus bunt gefärbter Wolle anfertigen. Ein Traum. Okay, zugegeben, das Wetter ist vielleicht heute nicht so ganz unser Wunschtraum gewesen, für manche vielleicht auch ein Albtraum. Aber wir sind nicht davon, dass so viele Menschen heute hier zusammengekommen sind. Ich habe heute Morgen schon, als wir hier bei Regen standen, gedacht, meine Güte, wie viele Menschen werden denn heute wohl kommen? Werden es vielleicht 30 werden? Das steht über diesem Gottesdienst. Hand aufs Herz. Dieses Fest ist auch tatsächlich nur deshalb entstanden, weil jemand so eine Idee oder so einen Traum hatte. Ich weiß, du hörst das nicht so gern, lieber Volker Buser, aber Bernd, das 50-jährige Jubiläum eurer Kirche, das ist doch ein ganz wunderschöner Anlass. Zuerst war da nur eine Idee und ein Traum. Und dann ist das Schritt für Schritt Wirklichkeit geworden. Und am Ende landet er plötzlich in einem dunklen Brunnen und wird von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, kommt in ein fremdes Land und eine fremde Kultur. Ja, die fünf bauen jetzt zusammen die Kirche. Und so wie jetzt symbolisch Stein auf Stein oder Karton auf Karton gesetzt wird, so wurde damals auch die Kirche zusammengebaut. Habt ihr sehr schön gemacht. Ja, dann, wenn ihr gerade dabei seid, dann ja super, dass ihr einen Applaus fährt.
Dann hol doch gerade mal die Texte. Also, die haben sich auch Gedanken gemacht, was sind so unsere Träume und Visionen von Kirche? Wie sieht unsere Traumkirche aus? Ihr dürft uns das mal vorlesen. Wer fängt an? In unserer Traumkirche wollen wir singen, beten und Spaß haben. Unsere Traumkirche ist fröhlich. In unserer Traumkirche singen Kinder Gotteslieder. In unserer Traumkirche gibt es Auftritte. In unserer Traumkirche gibt es Kaffee und Kuchen. In unserer Traumkirche feiern wir alle gemeinsam Abendmahl. In unserer Traumkirche wird geheiratet und dort finden auch Beerdigungen statt. In unserer Traumkirche gibt es viele Bilder. In unserer Traumkirche wird gebetet. In unserer Traumkirche wird Orgel gespielt. Ja, vielen Dank, dass ihr eure Träume, so wie ihr euch diese Vorstellung mit uns geteilt habt. Und unsere Quelle der Träume, dass Gott uns diese Träume schenkt, aber dass wir auch eine ganz große Leichtigkeit haben, dass uns das beflügelt. Und das wird eigentlich ganz wunderbar ausgedrückt mit dem Symbol des Luftballons. Und die Anke Thüringen hat mit dem meine Frau wird das ganz besonders freuen, sie mag nämlich Debussy. Ach, jetzt kommt nicht mehr Debussy, okay. Trotzdem schöne Musik zum Träumen. Nicht so gut geflogen, aber haben mit Luftballongas diese Luftballons befüllt. Wir haben, denke ich, genug, sodass jeder einen haben kann und dass wir nachher unsere Träume hinten wünschen. Was immer wieder wahr machst, wahr werden lässt, dass Träume in Erfüllung gehen. So bitten wir dich. Gott, wir danken dir für unseren Dorf und dass wir seit 50 Jahren eine evangelische Kirche haben. Danke, dass uns alle in den letzten 50 Jahren immer wieder zusammengeführt hast. So bitten wir dich für diesen Ort und deine Gemeinde. Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wecke die Kirche, wo sie schläft. Stärke sie, wo sie zu schwach ist. Zeige ihr ihre Bestimmung. Schenke uns und unseren Geschwistern im Glauben Träume und Visionen. Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Leite unser Herz und unsere Hand, damit wir nach unseren Kräften für Gerechtigkeit und Frieden wirken, Wunden verbinden und die gute Nachricht weitersagen können. Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Lass dein Wort laut werden in unserem Ort, in unserem Land, in aller Welt. Bleib bei uns mit deiner Gegenwart und Hilfe. Wir bitten dich für alle Vereine und Institutionen in Liebersbach und darüber hinaus. Schenke ihnen Freude und Gelingen. Sei du bei ihnen.
Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gib denen Mut, die Angst haben. Schenke Vertrauen den Unsicheren und den Traurigen Trost. Schenke den Schwachen Stärke und den Starken Besonnenheit. Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Sei du in besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Recht und Freiheit kämpfen und die von Frieden träumen. Wir bitten dich für die Menschen, die leiden müssen. Lass ihre Leiden nicht umsonst sein. Und alles, was uns auf dem Herzen liegt, das bringen wir nun in dem gemeinsamen Gebet vor Gott, das uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Zuerst einmal möchte ich nochmal ganz herzlich danken allen, die diesen Gottesdienst ermöglicht haben und mitgestaltet haben. Vielen Dank euch auch, liebe Schülerinnen der Grundschule. Und ja, das ist, glaube ich, nochmal ein Applaus wert, oder? Ich habe mich auch seit 23 Mal bereit, weil ich heute am Sonntag, um die Kamera zu machen.
Bayerische Rundfunk. Sehr gut. Sehr herzlich begrüßen. Und glauben Sie mir, ich freue mich sehr, dass es wieder mitspielt. Es hat vor 2 Stunden noch ganz anders ausgesehen. Schön, dass es so warm ist. Schön, dass wir hier draußen sein können. Ich freue mich auch, Sie werden sich darüber freuen und es wird eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben großartige Konzerte am Café Mitsch. Wir haben sehr tolle Faschingsveranstaltung. Wir haben das Vatertagstreffen, jetzt in 2 Wochen das Brunnenfest und die Kerbe Erntedankfest und vieles andere mehr. Und in diesem Jahr konnten wir noch schöne Theaterabende zusätzlich erleben. Wir hatten die Deutsche Meisterschaft, dass Sie hier sind. Vor 70 Jahren Peter Andolfo. Er war über 30 Jahre Mitglied bei uns im Ortsbeirat. Er war Gründungsmitglied und lange Jahre Vorsitzender vom Brieftaubenverein Heimatliebe. Peter Andolfo war auch 50 Jahre Mitglied in der SPD und er hat sich immer für die Vereine und für Nina Liebersbach sehr toll
eingesetzt. Des Dankes und des Lobes. Ich finde es sehr beeindruckend, dass wir dieses Fest heute hier gemeinsam feiern können. Und es ist ja ein Traum. Es ist ein echter Traum, dass wir das gemeinsam begehen können und dass hier so ein großer Zusammenhalt ist. Und wir von der Evangelischen Kirchengemeinde, wir sind einfach alle ganz, ganz dankbar dafür, dass wir den Tag und unser tolles Jubiläum mit dem ganzen Dorf zusammen feiern können. Ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes und was Einmaliges. Und ich wüsste eigentlich keine weiteren Orte, in denen das in dieser Form überhaupt möglich ist. Und dass das möglich ist, das ist einfach ganz wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. An der Kasse liegen, wenn Sie sich nochmal informieren möchten über die weiteren Veranstaltungen, die wir dieses Jahr haben. Dort finden Sie alles über Künstler Andrea Schwarz. Der ist gerade dabei, unsere neuen Altarraumbilder ehrenamtlich zu gestalten und zu malen. Und wir werden die am 1. November zum Reformationssonntag offiziell vorstellen in unserem Gottesdienst. Und dann haben wir... Ja, liebe Lieberspecher, lieber Volker Boser, Markus Eichler, alle Anwesenden, 50 Jahre Evangelische Kirchenlieder Liebersbach, sicherlich ein wichtiges Datum für die Evangelische Kirchengemeinde. Mit dem Auftakt heute Morgen, mit dem Festgottesdienst, ist es gebührend eröffnet worden. Auch im Namen von Bürgermeister Mohr. Und ich möchte Ihnen ein Wort aus Josua 24, 12 mit auf den Weg geben. Der Herr, unser Gott, hat uns behütet auf den ganzen Wege, den wir gezogen sind. Liebersbach ist die Kraft dafür da, auch solch ein schönes, tolles Dorffest zu veranstalten. Josua, der Herr, unser Gott, ist mit uns auf dem ganzen Wege, den wir bisher gegangen sind. Markus Eichler wird ihn begleiten und sie werden zusammen zwei Lieder spielen. Zum einen gibt es ja eine Hommage an seine Frau, dementsprechend heißt das Lied auch für Edith, selbst komponiert. Und als zweites bringen sie uns das Lied Sweet Georgia Brown. Grüßen Sie mit mir, Markus Eichler, und mit einem kleinen Spruch: Long mamo die Gitter her, Adax, das bitte sehr. Okay, ich beruf mich drauf.
Und dann auch nochmal danke an den Andreas Kloß für die wunderbaren Worte und den schönen Reim am Schluss. Auch sehr schön. Ich wollte auch nochmal gratulieren natürlich zu dem 50. Ist ganz klar. Ja, und wer sich interessiert für CDs von mir, kann sich vertrauensvoll an mich wenden. Hier in diesem grünen Musterkoffer habe ich ein paar Exemplare dabei. Und jetzt spielen wir das vorhin schon erwähnte Stück Sweet Georgia Brown. Ich wechsle nur nochmal die Gitarre. Kurz eine kleine Ansage machen, und zwar hat sich der Evangelische Kirchenvorstand ein bisschen was überlegt, um auch sozusagen ein bisschen Interaktion heute reinzubekommen. Wir werden ein Quiz veranstalten, und das wird so ablaufen, dass im späteren Verlauf auf den Tischen ein paar Zettel auf. Yeah.
Leitung von Stefanie Kohlmann-Mächtig. Des Weiteren gibt es den jüngsten Verein. Ich sehe da hinten und am Pavillon, ja, das ist der Name der Leistungsgruppe der SVG Mülheim, das Sportakrobatik schon bereitstehen. Und die Musik ist auch soweit bereit, sehe ich. Insofern begrüßen Sie mit mir die SVG Mülheim Sportakrobatik Leistungsgruppe. Yeah.
Ja, ich mach da Bier. Ja? Ein Lied bringen, sind wir nicht alle Sonntagskinder, passend zu dem heutigen Tage. Immer spüren.
Genau, ja. Ja, mein Hof, ein Schmuck und Farbe, die du nur tust, nur
dass ihr die Vereine so wunderbar miteinander so die Gesangsleute, die Moni müsste da sein und Und den Volker Buser haben wir hier, den haben wir eigentlich einen doppelten Dank zu abzustatten. Einmal, dass er hier das Gesamte zusammen, der Trainer von Nitro Liebersbach, Vicky, da. Also, Feuerwehr, wo ist denn der Marc oder wo ist der Gregor? Die können auch noch kommen. Also ich fange mal an. 50 Jahre Tasse. Also. Herzlichen Dank. Weiterhin herzlich willkommen. Alles Gute und vielen Dank. Jetzt kommt noch die Schwarze Kunst. Die kriegt der Steinmann von uns. Wir kriegen auch noch eine Tasse und eine Urkunde. Also jetzt noch ein ganz tolles Applaus für diese Leute, die alle damit arbeiten. Vielen Dank. Thank you.
Das ist vorbei. Wir haben alles soweit hingelegt für unseren nächsten Programmpunkt. Und insofern bitte begrüßen Sie mit mir die Ringer der SV Weniger Liebersbach. Und ich übergebe das Mikro sozusagen. Der Heilsche Ringer weilt in Schlieberg. Das ist Wasserfallturnier. Wir waren jetzt am letzten Samstag schon sehr erfolgreich. Wir hatten insgesamt 6 erste Plätze. Fast alle der 15 Starter waren ein Beispiel dafür, dass es in jeder Form durchaus wichtig ist. Kann man wechseln. Als nächstes sehen wir die sogenannte Tanzabwehr. Der Patrick und der Sven, die demonstrieren uns das mal, das Ganze geht. Kannst du noch einmal, oder? Aus der schönen Richtung, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Bestenfalls erzielen wir das aus dem Gleichgewicht bringen durch schnelle Richtungswechsel. Das Bein kann auch mal hoch, mal unternehmen. Zu den Fingern springt rüber und rollt direkt weiter. Was man sich gut vorstellen kann, ist das unglaublich anstrengend, deswegen stoppen wir es kurz. Okay. Möglichst auf den Rücken wieder zu fixieren. Wir versuchen es einfach mal. Los! Alex! Okay, jetzt Übung. Willi und Klaus haben da von mir gemacht. Ja, okay. Dann, wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir stehen die Damen und Herren. Der gemischte Chor. Platz hier.
in der Zwischenzeit kann ich noch weiter ankündigen. Also ich habe mich davon vergewissert, es gibt nach wie vor Gulasch aus der Gulaschkanone da hinten. Ja, ich sehe den. Ich bitte mal Gudat, Horst Stefan und Annette Mühlfeld. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt zwei Tassen und die könnt ihr dann euch teilen und jetzt dann alle. Es sind Lieder, die bekannt wurden durch andere Bands, aber das hier sind die wahren Texte. Ihr wisst ja, wie das ist, so wie die Cabaret A, das sind ja dann Texte, Tatsachen, die die Leute als oft nicht hören wollen. Und dann werden die geschönt und verändert. Und das nächste Stück hat eine, ich glaube, englische Band, ist es namens Smokey, damals verändert, hat einen geschönten Text genommen. Und das hier ist das Original. Es geht um eine Frau, irgendwo im Odenwald. Die es mit der Körperhygiene nicht so ernst nahm. Und die Nachbarn von ihr können ein Lied davon singen. Und das bringe ich euch jetzt da. Der Schorsch rief, oh, ich hab den Müll grad geleert.
Du sagst, der Heusch hast du schon gehört, aber was dann? Das von der Alice. Ich renn zum Fenster und gucke mal hinaus. Da steht der Möbeljäger vor ihrem Haus. Ich denk noch von mich, sag mal, kann das sein, die bauen ein Bad von euch. Oh, ich weiß nicht, was da los ist, ob die Bäder trinkt. Ich kann euch bloß sagen, dass die ganz eklig stinkt. Doch es liegt wahrscheinlich bloß so drauf, weil's kein Kerl ist. Ich denk mir jeden Tag, mein Gott, wie sieht die aus? Mit saurer Frisur traut die sich aus dem Haus. Doch ich sag euch bloß, es liegt nur drauf, weil's kein Kerl ist. Aus der leeren Wohnung kippt ein schweißischer Duft. Ich kann das sagen, da krieg's fast keine Luft. Dass die sich nicht wischt, die stink ich Alice. Von langsam wird die Zeit wirklich mal reif. Ich hab zurück gesagt, ich bezahl da die Seife. Doch sie lächelt nur Kess und fragt, was ist denn das? Oh, ich weiß nicht, was da los ist, ob die Wärme trinkt. Ich kann euch bloß sagen, dass die ganz eklig stinkt. Das liegt wahrscheinlich bloß so drauf, als kein Kerl ist. Ich denk mir jeden Tag, mein Gott, wie sieht die aus? Mit so einer Frisur trau die sich aus dem Haus. Doch es liegt wahrscheinlich bloß so drauf, als kein Kerl ist. Der Parfüm riecht nach verfaultem Hund. Der mare Inhalt steigt ihm in den Mund. Dann seh ich bloß noch, wie er weichst. Oh, ich weiß nicht, was da los ist, ob die Bäder trinkt. Ich kann euch bloß sagen, dass die ganz eklig stinkt. Doch das liegt wahrscheinlich bloß so drauf, weil's kein Kerl ist. Oh, ich denk mir jeden Tag, mein Gott, wie sieht die aus? Mit so einer Frisur trau die sich aus dem Haus. Doch das liegt wahrscheinlich bloß so drauf, weil's kein Kerl ist. Doch es liegt wahrscheinlich bloß so drauf, als kein Kerl ist. Dankeschön. Jetzt kennt ihr die wahre Geschichte von euch. Gibt's auch für Seniore, ja? Ich steh mir vorm Schabernack, da hat uns jemand von hinten gepackt und sagt, hey, was macht denn er da? Aus Servus Christi, ich mehr wolle da neu, doch der Macker an der Tür sagt, es kann nicht sein. Und jetzt steh, wer halt da hoch? Das Gedrängel vor der Tür auf der Treppe ist heut ganz besonders neig, doch es ist gleich so weit. Ich sag, hey, mach endlich auf! Und die Tür geht endlich auf und es geht ein paar raus. Ich denk, das ist voll, doch der lässt niemand neu. Ich krasch, hey, was geht denn ab? Und ich sag, hey, 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 ich sag, hey. Was geht denn ab? Oh mein Gott, wie ich frier. Da draußen vor der Tür ist es kalt. Drin ist es warm. Und ich steh. Oh mein Gott, wie ich steh. Ist nicht mehr ich steh, oh no. Drin könnt ich sitze. Und die Tür geht nochmal auf und es geht mir paar raus. Ich denk mir, das ist voll, doch der lässt mir nimmer neu. Ich sag, hey, jetzt will ich aber das. Und der Macker sagt, was willst schon du? Überhaupt, der seid doch gar nicht dran. Wir sind dann heimgefahren. Dankeschön.
Gibt's eigentlich noch Tür? Das ist ein Lied über einen Mann, der sich nicht mehr so viel machen kann und deshalb ein nützliches Utensil verwendet, nämlich eine Pinnwand. Da häng ich an mein Zettelchen drauf, die tut mich erinnern. Und es jeden Tag. Pinwand, Pinwand, Pinwand. Saue Pinwand ist stark. Du bist ja so nützlich, wirst oft ignoriert. Und so übersichtlich, wenn's mal wirklich pressiert. Pinwand, 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 da häng ich an mein Zettelchen drauf und soll ich was vergessen, dann guck ich da drauf. Pinwand, 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 die lässt mich niemals allein. Ess ich einmal Rindfleisch und krieg BSE. Ich heb ja mein Pinwand, wo mein Gedanke jetzt steht. Pinwand, 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 da häng ich all mein Zettelchen drauf und soll ich was vergessen, dann guck ich da drauf. Pinwand, 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 die lässt mich niemals allein. Pinwand, 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 da häng ich all mein Zettelchen drauf, die tut mich erinnern. Und es jeden Tag. Pinwand, Pinwand, Pinwand. So ein Pinwand ist stark. Pinwand, Pinwand, Pinwand. So ein Pinwand ist stark. Langsam findet die Nacht ihr End und der Tag beginnt. Und der Wert vom Diebsloch, der kreischt auch schon. Mach jetzt und verschwind. Hab mein blaue Jeans ja go, fühl mich so allein. Und der Bismarck, der guckt runter auf mich, eure Welle, buh. Wochenlang bin ich unter, ohne Bad und ohne Klo. Ich bin mir die Finger wund und lebe doch wie ein armer Hund. Doch es ist zum Narrisch, wenn, weil schaffe du ich nicht so gern. Ich bin doch echte Amisau, ohne Geld und ohne Frau. Ich will mehr haben, ich fühl mich doch so allein. Die Großstadt lässt mich kalt, ich will wieder in der Augenwald. In der Zeitung, da steht drin, wo all die Superdiscos sind. Was er wolle, das soll er schreiben. Man konnte die Disco gestohlen bleiben. Da geh ich gestern ins Downtown, wollte mich glatt ohne verhauen. Dem hab ich echt mal ordentlich gesperrt. Jetzt war's er nicht mehr eben markiert. Ich will mehr daheim, fühl mich noch so allein. Ich brauch eine große Welt, ich will mehr in der Oberwand. Bei einem Mann im Mund Berlin, du Idee, dich doch niemals ziehen. Da ist doch alles zugebaut. Und außerdem, die Reise viel zu laut.
Ich brauch mein Kieh, ich brauch mein Schof, mein Bulldog und mein Bauernhof. Alles andere lässt mich kalt, denn ich will bloß mein Oberwald. Ich will mehr daheim, will mich da so daheim. Die Großstadt lässt mich kalt, ich will mehr in der Oberwald. Ich will mehr daheim, will mich da so daheim. Die Großstadt lässt mich kalt, ich will mehr in der Oberwald. Dankeschön. Ah. Ja. Vielen Dank. Ich will auch was locken mit getrinken. Wenn noch jemand Kaffee bringt, dann ist alles gut. Muss ich dem gleich ein Lied widmen. Haben wir damals zusammengeschrieben mit meinem Regisseur Hanno Stein und meinem Intendanten Heinz-Jürgen Weise, wo wir im Kiosk waren und dort zum allerersten Mal Freibier geben hat. Und da haben wir gedacht, da müssen wir gleich ein Lied drüber schreiben. Also sowas ist doch eher selten. Der rumänische Sänger Peter Manfrey hat dieses Lied auch wieder verfälscht, hat einen ganz anderen Text dazu gemacht. Aber der ursprüngliche Text ist eigentlich von uns, doch von Lieberschbach. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Die Luft war klirrend heiß, um nicht allein zu sein. Sagte ich den anderen, ich geh ins Kiosk rein. Es gab Freibier, das erste Mal im Leben. Es gab Freibier, das allererste Mal. Und ich trank alles und konnte nicht mehr laufen, denn es gab Freibier. Da traf ich sie, sah in ihre Augen und irgendwie hatte ich das Gefühl, als nickte sie mir zu, mir zu sagen, du bist besoffen. Du, 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 du. Es gab Freibier. Saß ich an dem Tisch, die Würfel in der Hand. Der Wirt saß neben mir und hatte mich erkannt. Warm Lächeln, denn er freute sich und sagte, was du trinken willst, das geht heut mal auf mich. Es gab Freibier, das erste Mal im Leben. Es gab Freibier, das allererste Mal. Und ich trank alles und konnte nicht mehr laufen, denn es gab Freibier. Du, 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 du. Es gab Freibier, das erste Mal im Leben. Es gab Freibier, das allererste Mal. Und ich trank alles, konnte nicht mehr laufen, denn es gab Freibier. Du, 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 du. Es gab Freibier.
Dankeschön. So, kommt noch ein schönes Lied. Das haben auch wieder drei Männer sehr verfälscht, die sich die Ärzte nennen. Oh, es reiht. In Hemsbach und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich dich wiedersehen? Manchmal schließe ich die Augen, stell mir vor, wie es dort wird. Dann denk ich an meine Heimat und mein Herz, das wird so schwer. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich dich wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht und das Heimweh hält mich wach. Ich will wieder in die Heimat. Ich will zurück nach Lieberschwach. Lieberspech als immer. Lieber Specher, bleibe mal. Und als lieber Specher wollen wir sterben. Hämmer nix mehr drauf, kämen mehr in den Zoo, kämen immer in der Haferschäppe Kohl. Hämmer 5 Stunden Schaff, hämmer 2 Mai verliebt. Und wir lassen mal die Geugeln und erlaufen. Jo, wir sind die Stoffe. Des lieber Specher Gott war ziehen. Jo, wir sind die Stoma. Wie wir leben und wir sterben mit der Batschkappe im Bild. Immer nix mehr drum, gehen wir nicht mehr in den Zoo. Gehen wir nicht mehr in den Haferschiffe Kohle. Immer 5 Stunden Schaff, immer 10 Mark verdient. Und die Lust noch an die Geugeln und alle Affe. Und alle! Show. Wie wir leben und wir sterben mit der Batschkapp im Krieg. Dankeschön! Eigentlich bin ich öfters Zunge beim Mist. Tobe in Hof Geismar, auch ganz oben im Norden von Hesse, haben sie es gesungen, die reichen Becher. Da habe ich mich gefragt. Wir waren sehr stark vertreten, der Süden, der 100-Euro-Wald. Das ist so eigentlich die inoffizielle Nationalhymne vom Ourerwald. Wir sind all vom Ourerwald, sind kreuzbrave Leid, zum Singen und Tanzen, jo immer bereit. Und auf der ganze Welt, auch Plätze mehr gefällt, als wie im schönen Ourerwald, wo laut es Echo halt. Wie ist doch im Sommer der Wald so schön grün, betracht nur die Blume, die überall blieb. Und dann zur Winterszeit,
von alles zugeschneit. Was ist der Wald so schön, im tiefen weißen Schnee? Drum lieb ich mein Heimat, bin ich auf der Welt, kein Plätzl auf Erde, mir besser gefällt. Schieß ich zur letzten Ruhe, ermol mein Jahre zu. Sei's jung ich oder alt, jo alt, so sei's im Morgenwald. Mach ich zur letzten Ruhe, ermol mein Jahre zu. Sei's jung ich oder alt, jo alt, so sei's im Morgenwald. Vielen Dank! Dankeschön. Vielen Dank auch den Organisatoren, die dieses Fest so toll veranstaltet haben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.